Jetzt ist er wohl sowas von auf dem Bürgersteig. Halt, stopp! Polizei! Moin Jungs, herzlich willkommen zurück zum Police. Police Simulator. So, das heißt, wir diven rein. Ich gehe also endlich auf Streife und ich dachte, man braucht ja immer eine Trillerpfeife als Policeman. Ich habe jetzt aber keine Trillerpfeife gefunden, deswegen. Was ist das? Notlicht der? Aha. Fahrzeugstreife Abend. OMG, es ist spät. Ehre in meinem Gesäß. Well, echt, mit. Geh mal direkt rein in die Abendstreife mit dem Auto. Ich bin so hyped. Ich weiß gar nicht, ich habe wirklich nichts dazu erfahren bisher. Ich weiß nicht, wie das läuft. Stelle Strafzettel aus. 4 p.m. Nachmittag. Ja gut, das ist jetzt nicht so spät, ne? Tschüss, Andrea. OMG, look at the wheels. Arme Nakoko. Oh, jetzt seht ihr es nicht. Warte mal, hier, Das ist dein Streifenwagen. Vergiss vor dem Einsteigen nicht den Kofferraum zu öffnen, wo du zusätzliche Werkzeuge findest. Hallo, was ist mein Ausweis? Da haben wir ihn. Alle küschen Sie meine Police Officer. So. Was ist, wenn da jetzt eine Leiche liegt? Was mache ich als Polizist, wenn in meinem Streifenwagen auf einmal eine Leiche liegt? Ha? Bist du Polizist? Schreibst du, wenn die kommen. Einsteigen. It is the first time in Kuczynski Officer History that I have the power of the police vehicle, Allah. Oh mein Gott! Ich kann blinken! Ihr wisst gar nicht, wie satisfying das ist, wenn man in einem Auto, in einem Game sitzt. Das ist was, was GTA seit Jahrhunderten falsch macht. Man kann in GTA nicht blinken. Aber man kann Police Patrol Officer, Digga, Bumsi, Allah. Da kann man blinken. Alarm! Alarm! Stopp! Aha! Musste wieder, Alex, Game Sound insgesamt ein bisschen leiser. Motor too loud! That car has a too loud engine! You can use pullover sign if available when having access to your patrol car, drive behind blip and pull over it. Verstehst du? Wir sind der geborene Policeman! Abfahrt! Oh shit! Ja, hallo, mein Name ist Officer Kuczynski. Ich habe gerade ein Auto gerammt. Was mache ich jetzt? Du hast was? Ich habe ein Auto gerammt. Du hast ein Auto gerammt? Ja, mein Name ist Officer Kuczynski. Ich bin Police Officer of the Law. Ich habe ein Auto gerammt. Was mache ich jetzt? Der steht jetzt hier. Schieb's weg. Ja, also. Was? Also, folgendermaßen. Das Auto war viel zu laut. Das war schon mal Punkt 1. Dann habe ich die Sirene tatütata angemacht. Und dann bin ich hinterhergefahren. Und dann wollte er stoppen und ich war zu schnell. Und jetzt sind unsere beiden Autos im Arsch. Hat jemand gesehen? Nein, nein, nein. Jetzt niemand gesehen. Dann niemand. Einfach weiterfahren. Ja, ich guck mal, wie die Lage ist. So langsam, ja. Okay, ich wollte auch, ja, okay, bis dann. Tschüss. Ja, die Frau konnte mir jetzt auch nicht helfen. Police! Ihr Auto macht Geräusche. Kommen Sie mal mit der Erhobenen, kommen Sie mal raus. Da, hallo. So. Oh! Ja, ja! Hela Lilian! Das müssen wir jetzt auch erstmal da stehen lassen, das Auto. Ich fahre zu schnell? Nee, ich fahre nicht zu schnell, denn ich bin die Police! Qualmender Auspuff! Dieses Auto hat einen qualmenden Auspuff! Oh, warte mal, hier. Dieses Auto hat einen qualmenden Auspuff! Du kannst die Winkelkelle benutzen und sie dabei. Oder wenn sie dabei aus dem Fahrzeug oder den Streifen kannst du die Alternative in dem Auto fahren mittels Signalton zum Anhalten bewegen, Ehre immer S. So, Amen a Coco. Ey! Stehen geblieben! Also wir holen jetzt erstmal Lilian. Aber unser Auto ist ein bisschen. Ah, warte mal, man sieht mich nicht mehr. So, Tempomat, Schiff. Immerhin können wir so nicht zu schnell fahren. Jetzt müssen wir hier anhalten. So, ich habe ja lecker Donut hier mitgebracht, ne? Oh. Wir holen uns doch die Lilien. Übrigens, ich kann gerade nicht schneller fahren. Das ist Maximum. Irgendwas ist mit meinem Auto kaputt. Oh. Oh.
Also, muss schon sagen, sieht schon krass aus. So, hier soll irgendwo die Person sein, Lilian. Doch, Lilian. Moment, wir investigieren. Was ist die? Look at her. Hallo? Das ist sie. Direkt gefunden. Wie im Hintergrund noch so schön beim Auto hier qualmt, ne? Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähnelt. Das muss ein Fehler sein. Nee, sie scheint ziemlich selbstbewusst. Ihren Ausweis bitte. Zeigen Sie mal Ausweis her. Sind Sie Taylor Lilian 33 mit brauner Hose? Aha, Lilian Taylor. Zurückgeben. So, ich habe genug gesehen. Wo sind sie hier, die? Warte, Moment. So, die brauchen wir. Das Auto ist ein bisschen laut, ne? Schau mal in den zweiten Gang, du Affe! Parken auf Behindertenparkplatz. Aber warum suchen wir die Alte denn? Was ist denn mit ihr? Offener Haftbefehl, ja! Haftbefehl! Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der in Lambo und Ferrari sitzt. Ja. So, ich muss sie leider festnehmen. Wenn das jetzt wieder unrechtmäßig ist, dann raste ich aus, Digga. Warum? Warum? Warum wollen wir die... Ich muss nochmal einen Kollegen hier anrufen. Moment, ich rufe jetzt Maxim an. Maxim, jetzt lass mich nicht hängen. Die Liliane steht vor mir. Ja, wir rufen dann an. Papo. Komm schon, nimm ab, Junge. Bevor sie mir abhaut. Niemand hebt ab! Oh, Shoyoka hat die 200.000 auf Twitch erreicht. Das ist ja Ehre im Arsch. Da rufen wir nochmal an. Ja? Hallo, Carlo Kuschinski, mein Name. I'm the Officer of the Law. Nochmal. Wer sind Sie und warum rufen Sie mich die ganze Zeit an dieser Handynummer an? Schön, dass du worin bist. Wir hätten dich so sehr vermisst. Also, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. So, aber jetzt eine wichtige Frage. Ich habe jetzt hier die Liliane vor mir, die Lilian Taylor. Da ist ein offener Haftbefehl, aber hier steht gar nicht, warum ich die verhaften soll. Entschuldigen Sie, ich kann nicht Ihren Job für Sie machen. Hm. Wer sind Sie überhaupt? Kalle Kuschinski, Officer of the Law. Hier, gucken Sie mal meine Marke, da steht das noch drauf. Gucken Sie mal, hallo, hier. Sie wissen schon, dass ich durch Handy nicht sehen kann? Wir können FaceTime machen, dann kann sie sehen. Ich will kein Aber alles Gute zu 200.000, ne? Dankeschön. Viel Spaß bei deiner Aufnahme. Ich hätte gedacht, du hättest wirklich Autos zusammengefahren. Ja, na klar. So. Tschüss. Lilian, wir reden das mit uns. Ich würde sie jetzt festnehmen. Ich weiß nicht warum, aber bitte seien Sie auch nicht sauer. Lilian, sie sehen ganz nett aus. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe jetzt Leute gefragt. Leute gehen nicht ran. Ich mache auch nur meinen Job. Also einmal die Flossen her, bitte. Und dann geht's hier los, ja? Oh Mann, ich weiß es nicht. Moment, einmal gucke ich noch drauf. Vielleicht habe ich was übersehen. Einmal gucken wir noch drauf hier. Ah, Maxima zurückgerufen. Maxima zurückgerufen. Ja? Hallo Maxim, mein Name ist Kalle Kuschinski. Ich bin Officer of the Law. Okay. Und ja, ich habe jetzt die Lilian Taylor vor mir. Krass. Ja, ja, die muss ich jetzt verhaften. Hier steht offener Haftbefehl. Aber ich weiß nicht warum, deswegen wollte ich dich mal fragen. Ja, knall die weg. Wie bitte? Ich hasse sie. Was hat sie dir getan? Na, die hat mich übel viel befummelt bei der Gamevasion. Was? Die gehört ins Kittchen. Die gehört sofort ins Kittchen. Also die hat mich halt überall angefasst. Teilweise sogar am Dick. Was? So, okay, dann geht's aber mal ran. Und du hast doch nicht mal einen Versichertenstatus. Fummeln am Maxi Markov. Das ist das, was alle wollen. Und das wird bestraft. Warte mal, ja. Ich muss sie festnehmen. Bitte tun Sie das nicht. Oh doch. Und wir noch mal einmal einen Maxi Markov hier antatschen, Digga. Kisto ruft auch, Papa ruft auch zurück. Moin, moin, was geht? Ja, hat sich schon erledigt. Ich bin Officer Kuschinski. Ich bin gerade auf Streife und ich wusste nicht, warum ich Lilian Taylor einbuchten soll. Aber Maxim hat mir schon gesagt, warum. Weil die nämlich ihn angefasst hat. Oh. Ja. Das hat mir Maxim im Privaten erzählt. Ja. Ich glaube, das war eine schwierige Nummer für ihn. Aber die Leute können ruhig mal auch deinen Zweitkanal abonnieren, ne? Weil da kommen jetzt jeden Tag Videos. Ja, das können die machen, wenn sie wollen. Wie heißt denn der? Zwei Papo, weil zwei sind besser als einer. Ja, Kuschinski, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg im Einsatz und ja, beim nächsten Mal bin ich bereit. Ja, jo, gar kein Problem, ne? Machen Sie es gut, ne, Herr Papo? Tschüssi! Tschüssi, hab dich lieb. Ja, Ida. So, Abfahrt. Ja, haben wir das doch geklärt, ne? Ihr dachtet ehrlich, ich habe keine Freunde, aber die rufen mich sofort zurück, Digga. So. Ja, dann würde ich sagen, ne. So, ja. Das ist auch geil. Einen Scheinwerfer haben wir auch. Boom. Ey, das ist wie so ein Scratchen auf dem Dingsbums. Weißt du, wie ich meine? Ja, da haben wir doch hier zumindest eine Straftat bewältigen können, nicht wahr? Kann auch permanent Blaulicht anhaben, ne? Einfach, weil es geil aussieht. Wupp, wupp, it's the sound of the police. Wupp, wupp, it's the sound. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Oh. Kommen Sie zur Wache. Andrea, hör auf, du. Du
Du hast doch mitbekommen, dass ich hier die Leute erstmal anrufen muss. Tatü, tata, der Kölle ist da. Ich will mal die Blinker hier ausmachen. Aber ich bin der Officer of the Law. Ich fahre einfach über Rot. So, bitte wenden. Mann, ich bin nicht über die Ampel gefahren. Ich bin gewendet, du Affe. Ey, also dreimal jetzt, oder was? Ey, Mann. So, jetzt hier aber... Oh, ist noch kirschgrün. Mann, das ist nicht rot. Vorsicht! Das war mal wieder eine weitere Runde Police Simulator, Police Officer Kuschinski. Bis zum nächsten Mal.